Ich begrüße euch herzlich zurück zu Diablo 3. Ja, die Blair Family spielt Diablo 3. Wir sind immer noch in der Spinnenscheißhöhle und fangen jetzt an, hier die Spinnen zu blenden. Wenn die Spinnen irgendwie auch mal langsam ein bisschen was aushalten würden, diese Biester. Ja, servus, der Wolfgar als Barbar ist auch wieder dabei. Ja, hi Leute, ich bin's Mundo mit dem Hexendoktor wieder. Und wir folgen dem Zirkel. Dem Zirkel. Ja, dann lass mal knacken jetzt, Freunde. Ich denke, wir müssen hier runter. Ach nee, wir sind hier gerade angekommen. Halt. Wir, jetzt kommt nichts Cooles, ey. Es ist schrecklich. Oh nein. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Die saugt die Gedärme raus, Junge. Was? Nein. Mach auf, Mädchen. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Whee! Ja, wo ist er? Ja, Alter! Ah, ist es doch hier. Was geht denn ab? Ey, warum lässt sie sich denn... die Luft, meine Hunde. Warum lässt sie sich denn jetzt schocken von mir? Alter, ey, ich dachte eben, es kommen die ganze Zeit keine Spinnen mehr, die was aushalten. Wo geht die denn wo hin? Wo ist sie? Wo ist sie hier? Wo ist sie hier? Ach, mehr so kleine... Jetzt kommt sie wieder die... Nein, ey. Ja, was denn? Dann müssen wir die Mutti dann am Ende besiegen oder was? Ach nee, da ist sie wieder. Die alte Kuh. Mutti? Wo ist sie, die Mutti? Wie kommt denn die jetzt da hoch? Mutter. Ida, oh, ich bin in der Seuche drin, ey. Das ist aber unschön. Bam, 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 bam. Und das ist hier Raserei, Leute. Jetzt ist sie wieder weg. Och, jetzt habe ich hier gerade mein Diamantending angezogen, ey. Schön. Habe ich schon alle meine Hunde aufgefressen? Was soll denn das? Sieht so aus. Ja, was ist denn? Alter, die hat mich angespuckt. Ah! Ja, komm her. Zack. Ich kann meine Hunde auch mal angreifen, dass sie die Luft jagen kann, ey. Ach Gott. Dann nochmal hüpfen. Ja. Jetzt liegt sie. Bam. Werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Was sind das jetzt für gelbe Rüstungsteile? Bleibe, ja, das ist wertvoller wie blau. Krass. Hm. Ich hab Fellhose übrig. So, ich hab mal hier so diese Gifttasche da. Ne, Giftklare. Ach du Alarm. Ja, ich kann nicht, Alter, ich werde hier immer noch angegriffen, ey. Ja, dann machen wir weg. Durch. So, jetzt macht mal ganz langsam. Ich muss jetzt erstmal schauen, was ich gefunden habe, ja? Ja. Die coolere. Oh, ich hab was für ein Barbar. Also, das ist richtig gutes hier. Nee, ist eine Zornwaffe. Ja, gib her. 19 Schaden. Kann ich sagen. Ich kann es auch im Chat posten irgendwie, ne? Ja, leg doch hin, dann gucke ich ihn. Wenn ich den brauch, kriegst du es mit. Ja, ja. Kannst du einfach so gucken, oder? Dieser Gegenstand kann erst angelegt werden, nachdem er identifiziert wurde. Ja, Rechtsklick drauf und dann identifiziert er den. Ja, schmeiß mal hin, probier ich mal. Identifizier. Was ist denn das für eine Keule? So, ja, der hat jetzt total identifiziert, so. Total. Plus 7 mehr Gold von Gegnern regeneriert ein Leben. 8% mehr Gold. Siehst du typisch barbarmäßig aus mit dem Ding in der Hand? Nahkampf. Jawohl, ey, fette Hose gefunden. Ich gehe nochmal meine Fähigkeiten wieder umändern, sodass sie für Masse gut sind. Hm. Ja, fette Armschienen gefunden. Ja, ist ja geile Sachen gefunden. Ah, ich ziehe das. Das war mal richtig gut. Ich muss mal die Stiefel identifizieren. Ja, nicht schön, aber selten hast du gekriegt, ja? Was hab ich? Wer? Erfolg. Ich habe auch ein neues Mojo, also so eine. Für meine Nicht-Waffenhand was gefunden. Guck dir diese Keule an, ey, wie geil ist das denn, ey? Sieht schon ein bisschen krumm aus. Wird schon öfters benutzt, oder? Hm, ich zieh die Stiefel mal an. Ja, es ist jetzt nicht weltbewegend hier, das Zeug. Typisch Magier, ne? Ja. Leider. Freunde. Gut. Ja, auf, komm, bist du jetzt fertig mit deiner. Ja, komm, wenn die hier mal hier frei machen. Dann macht der, oh. Ja, dann hat sie ja. So. Ja, du hast es angefasst, gell? Schwein. Diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, los. Mach doch einen Anflug, Mädchen. Alter, die hat ja voll die Oberweite. Guck dir das mal an von der Seite. Die ragen aber nach vorne raus. Die hat Holz vor der Hütten. So. Ja, wer will sie? Ich. Ja, wer will sie? Ich. Den Göttern
Sag mal, der Hexendoktor schneller. Ich suche einen Mann, der vom Dunkel. Der Hexendoktor, du bist aber übel gepierst, ey. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden. Das ist genau die richtige Höhe für den Hexendoktor-Kopf. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Was meinst du, wo der Buckel herkommt? Es könnte sich als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ist der sogenannte Busenbuckel. Aber ich habe den Stab des mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren. Ach Leute, ich will metzeln, auf geht's. Ich will dazu nichts sagen, aber wir sollen ihren Stab finden, ne? Naja, ich habe nichts gesagt. Ja, da wollt's ja nichts sagen. Ach, hier liegen wieder so Dreckshäufchen. Das sah ja jetzt richtig scheiße aus. Ja, was soll ich machen, ey? Hast du jetzt eine neue Keule, oder? Ja, wie kacke die Animation aussieht. Ah, hier ist ein Wegpunkt. Oh, hier ist eine Libelle. Und Welkmotten oder Libellen, keine Ahnung, was das ist. Motte halt, egal. Oh, hier mal ein Wegpunkt, okay. Ja, genau. Lass mal hier oben erst fertig machen. Geht. Okay, hier geht's nicht weiter. Bisschen Kohle einsammeln. Ja, hier ist noch ein paar und Ruhe. Wir müssen doch hier über die Brücke drüber, Freunde. Ja, lass uns erstmal fertig machen hier. Oh. Junge, was ein fettes Ding, aber es ist ein bisschen lahm, muss ich sagen. Mal sehen. Da steht doch was hier. Komm, bleib stehen. Typ, bleib stehen. Sag mal. Alter, wo läufst du hin rein? Ja, kommt her. Helft mir. Gemetzel. Bam. Loser. Das Massaker aber bei ich. Tja, das war's, ne? Vor langer Zeit verließen fünf Clans des Umbaru-Stamms Teganse und wanderten nach. Was mit Ruhe? Ja, Büchlein, ne? Kasras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Kasra-Schamanen. Sie sind die gefährlichsten Vertreter. Ich brauche mehr Arkankraft. Okay, die Schamanen sind die gefährlichsten. Alter. Obwohl Neutristram und die umliegenden Felder über die Jahre hinweg wieder besiedelt wurden, blieb das. Jetzt kommen noch Bäume wieder her. Von Leorix ja, haben wir noch nicht gehabt. Bis heute menschenleer. Ich werde ihn mit Fröschen versorgen. Der König mehrere Wachtürme bauen, die heute jedoch nicht einmal mehr Ziegenmenschen und wilde Bestien fernhalten können. Eine wahre Tragödie. Alter, jetzt streut er wieder seine Frosche hier. Wie geil ist das denn? Das sterben eigentlich meine Hunde momentan so schnell, das ist irgendwie. Liegt die Kröbe Sichel. Breitschwert des Winters. Ja, ist das wieder so eine riesige Karte hier jetzt? Ja, kommt hin. Ach du. Hier ein Bäumchen. Jetzt hat er Kröten und Köter. Was schreit der eigentlich so rum, wenn er Kröten schmeißt hier? Oh, hier habe ich was gefunden. Einfach, der holt die aus der Unterhose raus. Ja, da redet einer. Ein verkommenes Ritual. Zu spät, ihr Narr. Ich beherrsche jetzt diese Geister. Drauf geschissen. Ah, ja. Na, jetzt am Arsch. Gott, was eine Lusche, ey. Tagebuch des Beschwörers. Eines Beschwörers. Magda ist eine Närrin. Ich werde aus den Seelen dieser drei Tieflinge eine ganze Armee erschaffen und sie an meinen unbeugsamen Willen. Oh, hier steht Zwegelsche. Ja, mit diesen Mäuschen. Unter meinem Befehl werden die Königreiche der Welt sich meiner Macht. Oh, und ein bisschen Gold, ne? Der Macht des Herrn der Ziegen. Vielleicht muss ich noch etwas an meinem Titel arbeiten. Ich habe nicht genug Arcana. Ach, Leute. Ja.
Wer schreit denn da so rum von euch? Der wirft die ganze Zeit. Der Tennisprofi mit seinen Fröschen. Oh, ich hab Angst. Mäh. Was an Fröschen so gefährlich sein soll, weiß ich noch nicht, aber es kommt. Oh. Quatsch, hat's gemacht. Eifriger Morgenstern des Winters. Mal gucken, was das ist. 19,5 Schaden. Parabum. Ja, laufen wir mal quer hier rüber. Hin und her. So wie Rasenmähne. Ja. Genau. Nur, dass wir die Spacken wegmähen. Ist wie Röhrsemäher. Ach, ist das langweilig. Oh, ein toter Dorfbewohner. Der hat ja, viel Geld bei sich gehabt. Bisschen Kohle. Oh Gott, was? Diamanten und... Ah, der Papa hat's gefunden, das ist auch nicht so viel gewesen. Warum stimmt? Ach Gott. Mann, Mann, ey, wie der immer so affig sterben muss, ey. Kann er nicht einfach umfallen, der Baum? Guck mal hier, wir haben Frösche erreicht den Baumsturm. Los, Angriff. Ah. Ach Gott, ey. Oh, was ist das hier für ein Schamane? Böser Bube. Ich krieg dich schon, ich krieg dich schon, du Ratte. Ja, das ist alles im Moment. Hab ihn. Den Big Boss Man. Big Boss Man. Kennst du zufällig noch Big Boss Man vom Wrestling? Nee. Ah, nee, da bist du ja viel zu jung für. Oh, der wirft einen Speer, die Ratte hier. Was ist das denn? Ey, jetzt hab ich eine richtig geile Maske, glaube ich. Jo. Was sind denn das für Opfer, ey? Typische Gliederus, oh, das sind Ziegenbetten da. Alter. Schamane. Na, kannst du dir da mal eine neue Maske, ist die nicht geil? Was ist das denn, ey? Was hast du denn da auf der Birne? Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es noch atmen kann, aber es soll eine Maske sein. Krass. Ja, sieht nach was aus. Okay, Drüse. Naja, gut. Lächerlich. Ich hab wieder einen Köcher gefunden. Bäumli. Ah, Bäumli, ja. Bam. Oder Felder. Ach, hier immer schön platzt. Was hast du hier schon Level up? Tja, mein Freund. Ich mache die ganze Drecksarbeit für euch. Steht mir das noch zu? Schweig. Ich hänge wieder etwas hinterher. Ich bin immer rumklärt. Alter! Was ist das? Ein Ochse! Ein wirklich Bestie! Ein Ochse! Ich habe nicht so ein Ochse! Tada, titi! Ein toter Dorfbewohner! So, hier ein bisschen. Oh, was die immer Kohle dabei haben, die Dorfbewohner, ey. Keiner nimmt die Kohle mit. Ich würde doch die Kohle mitnehmen, wenn ich den schon umlege, ey. Unheilvolle Adlerkugel. Da muss ich gerade mal nachschauen. Moment. Ah, Leute, wir sind auch schon wieder durch für heute. Also, bis zum nächsten Mal. Play Family spielt Diablo 3 und wir sehen uns zum nächsten Part.